Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu meiner Boruto Review der Folge 56. Die Schulungprüfung beginnt nun mit dieser Folge und wir haben einen neuen Sendeplatz für Boruto. Und zwar, gestern am Mittwoch habe ich keine Review gemacht, da die Folge 56 von Boruto am Donnerstag kam, also heute, denn das ist der offizielle neue Sendeplatz. Also am Donnerstag gibt es Boruto für euch nicht mehr Mittwoch, das wurde nun gestrichen, denn Boruto hat nun den offiziellen alten Sendeplatz von Naruto Shippuden. Also, wir gehen in die richtige Richtung mit Boruto. Das eine Jahr, wo es ein bisschen locker dazu ging, ist jetzt vorbei und für die Leute, die sich für den Manga interessieren, unbedingt meine Manga-Review abchecken, da ist so viel kranker Scheiß passiert. Aber fangen wir an mit dieser Folge. Ich würde nochmal hier sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben bei dem Video da und ein Abo auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts verpasst, denn dann bekommt ihr alles mit zu Boruto, zu Dragon Ball, zu One Piece, zu den ganzen Anime und Manga. Und bevor ich es vergesse, gestern ist etwas sehr, sehr Besonderes hochgeladen worden. Und zwar, gestern ist ein 3-Stunden- Naruto-Podcast hochgeladen worden, wo ich auch Teil war. Deswegen, wenn dich das interessiert, schaut auf jeden Fall vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, aber jetzt geht's mit der richtigen Review los. So, aber erstmal Opening-Änderung. Und zwar, allgemein bin ich ja nicht der größte Fan vom Opening, weil ich finde, das ist ein bisschen zu langsam, es sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber es gibt ein paar Änderungen im Opening selbst und es gibt eine Änderung, die, glaube ich, ja, nennenswert ist, und zwar am Ende sehen wir nicht mehr Borutos Silhouette, sondern wir sehen Boruto, Sarada und Mitsuki, und da haben ja viele gesagt, könnte das Kid Kawaki sein? Ist es Kid Kawaki? Aber ihr habt ja eure Antwort, Boruto, Sarada und Mitsuki, und davor war es auch Boruto. Kawaki kann es nicht gewesen sein. So, in der Folge sind sehr viele Gespräche zustande gekommen, aber ich gehe jetzt nicht auf alles ein, weil sehr, sehr viel jetzt nicht allzu wichtig war. Aber das erste oder bei der Anfangssequenz, was mir aufgefallen ist mit Iwabe, dass er eine kleine Rivalität hatte mit den Iwagakure-Ninja, aber ja, die haben dann ja später gefailt. Die waren ja so ein bisschen Dr. Rota-mäßig. Sie hatten ja so eine Technik, wo alle meinten, oh nein, sie haben eine unglaubliche verborgene Technik, die wir dann nicht gesehen haben. Also, und hier so einen kleinen Joke verpackt. Ich bin trotzdem mal gespannt. Iwabe, Somire und Denki sind ja alle Charaktere, die weder im Manga noch im Film aufgetreten sind. Deswegen bin ich sehr gespannt, inwiefern sie das spätere letzte Turnier verändern werden, was sie für den Impact haben werden. Denn das kann auf jeden Fall sehr, sehr ausschlaggebend sein. Ich spreche hier auf jeden Fall mehr von Iwabe und Somire. Also, Denki könnte hier auf jeden Fall, ja, weglassen, den wollte ich nur erwähnen, weil ich ihn erwähnen muss, aber über Denki wollen wir gar nicht reden, der soll sowieso keinen Plot bekommen, aber was mir persönlich bei dieser Folge sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, weswegen ich glaube, dass der Anime-Arc der beste sein wird von der ganzen Adaption her, von dieser Schulenauswahlprüfung, ist, dass man den Aufbau zwischen Shinki und Boruto extrem gut macht. Also, Shinki weiß von dem, von damals mit Gaara und Naruto, deswegen haben wir hier schon mal diese kleine Referenz zwischen den beiden, aber ich finde wirklich, man sieht schon über die ganze Folge hinweg, dass sie sich wirklich wie Rivalen anschauen, und ich für meinen Teil glaube wirklich, dass es zum einen dazu kommen könnte, dass wir das Finale der Schulenprüfung wirklich sehen und wir dann den Kampf Boruto gegen Shinki sehen. Was ich aber bevorzugen würde, ist, dass man nach dem ganzen Angriff der Otsutsukis, also von Momoshiki und Co., dass man danach die Schulenprüfung fortsetzt, wir danach das Finale bekommen und wir dann den Kampf sehen zwischen Boruto und Shinki, weil wenn dieses Finale stattfinden sollte, dann würde es dazu kommen, dass Boruto schummeln würde mit seinem Ninja-Tool, was sehr, sehr naheliegend ist. Deswegen hoffe ich, dass man das irgendwie danach macht oder in irgendeiner anderen Form einbringt. Würde ich persönlich sehr, sehr gut finden, aber ja, der Aufbau, das Opening, es scheint wirklich alles dafür zu gehen, dass Shinki gegen Boruto im Anime selbst dieser Zusatz sein wird, der den ganzen Arc sehr, sehr stark machen wird. Also bin ich hier sehr gespannt, muss ich sagen. So, mal weg von dem Thema zu einem anderen Thema. Burger King sahnt ordentlich ab. Da gehen wirklich alle Leute rein. Also alle Ninja sind gerade da. Alle Genen sind gerade bei Burger King und gönnen sich richtig, richtig fett. Und dann gibt es noch einen kleinen Beef mit den Kumogakure Ninja. Das ist ja auch ein Gegner von Boruto im späteren Verlauf. Mal gucken, was der für eine Bindung hat zu Killer Bee, weil wir sehen ja auch, dass er vom Hachibi diesen Merch trägt. Also der ist ja auch ein bisschen arrogant, muss man sagen. Das wird sich dann wahrscheinlich auch ändern. Deswegen, ich muss sagen, er könnte für später auf jeden Fall auch hier ein interessanter Charakter sein. Aber wahrscheinlich wird er keine große Rolle spielen. Mitsuki ist auch weird wie immer. Also das fand ich auch lustig, wie er mit seinen Gum-Gum-Kräften quasi von hinten sich angeschlichen hat. Also Mitsuki ist halt so dieser ultra-weird Character, aber ich finde den wirklich sehr, sehr passend in Boruto, weil es einfach ein guter Orochimaru ist, was einfach funktioniert, muss man sagen. Und ich muss hier auch den Anime loben, und zwar bei Naruto war es damals so, dass man allgemein ein brutaleres Setting hatte, weil es quasi Semi-Kriegszeiten waren. Bei Boruto ist Frieden, was auch sehr oft angemerkt wird, und wir sind hier in dieser Burger King-Sequenz, und ich werde es auch weiter Burger King nennen, dass wir alle Genen dort haben. Und das ist genau das, was Naruto gemacht hat, und zwar, als die Schulenprüfung
Folgen angefangen hat, hat man diesen Raum gehabt, wo alle Genin waren. Da haben wir alle Genin von Konoha gesehen, dann haben wir noch Kabuto gesehen und auch ältere Ninja gesehen. Also hat man so eine gewisse Spannung aufgebaut mit diesem einen OST, was ich auch wahrscheinlich hier abspielen werde. Und ich muss sagen, dafür, dass Boruto momentan in friedlichen Zeiten spielt, haben die das Ganze sehr, sehr gut gelöst, dass alle diese Spannung auch verspüren und sich angucken. Also muss ich sagen, ein sehr, sehr interessanter Versuch, das Ganze wiederzuspiegeln, auch mit Shinki, der diesen ganzen Streit dann schlichtet, der sie quasi fesselt. Also, wie gesagt, Hut ab. Ich fand als Zuschauer persönlich diese Woche das sehr interessant, um anzusehen, wie die ganzen Genen konkurrieren. Deswegen hat das auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Und damit kommen wir auch zu der nächsten Szene, die sehr gut war. Und zwar haben wir Kagura und da finde ich auch wieder, dass es mit dem Cast tatsächlich funktioniert. Und zwar, Kagura ist auch jemand, der im Manga angesprochen worden ist. Also ist Kagura eine Person, die im späteren Boruto-Geschehen auf jeden Fall wichtig sein könnte. Und hier haben wir es so, dass Kagura eine Nachricht überbracht und zwar meint er, wir sehen uns wieder, wenn du Shunin bist. Also hat er hier das kleine Rematch angedeutet. Deswegen sehr gut, sehr, sehr gut. Kagura ist auch eine sehr, sehr hochgestellte Person von dem Dorf Kirigakure. Deswegen, wie gesagt, da bin ich auch gespannt, inwiefern Kagura wieder in die Story reinkommen wird und wie man das verpacken wird. Also wäre ja auch cool, wenn Boruto im späteren Verlauf ein bisschen mehr von Kagura lernt, wie man halt, wie gesagt, mit dem Schwert umgeht, aber auch von Sasuke. Müssen wir dann mal sehen. Eventuell könnte Kagura wirklich sehr, sehr wichtig sein für Borutos Entwicklung. So, Darui meint dann unter den Kagen, dass es weniger Shunin gibt, wegen den friedlichen Zeiten. Da spricht ja auch mal nochmal diesen Punkt an, dass immer weniger Shinobi da sind und dass diese Friedenszeiten wirklich sehr, sehr stark präsent sind. Und wenn dann ein Krieg kommen sollte, kann das natürlich sehr, sehr schnell nach hinten losgehen, wenn wenig Shinobi da sind. Deswegen hat man diese kleine Dynamik und wenn ein großer Krieg ausbrechen sollte und viele erfahrene Shinobi sterben oder kampfunfähig werden, dann kann man auch hier sagen, das Ganze könnte für später sehr, sehr eng werden. Also auch nochmal hier so eine kleine Andeutung, die für später, wie gesagt, wichtig werden könnte. Wir können dann zu denen, dass Size Quiz leicht verändert worden ist und zwar haben wir einen kleinen Zusatz bekommen. Wir haben nämlich eine kleine Strecke, die abgelegt werden muss zu dem Ort, wo das Quiz stattfindet und das sehr gut gelöst. Ich meine, viele werden wahrscheinlich sagen, oder ich könnte mir vorstellen, dass einige sagen würden, dass das quasi Filler-Stuff ist, aber ich muss wirklich sagen, dass ich finde, dass es Filler-Stuff, der gut ist, der wirklich interessant ist und einen weiteren Aspekt mit reinbringt. Deswegen, das habe ich mir gerne angeschaut, vor allem auch, dass das halt Sai erklärt hat und dann die Genin schon mal losgehen mussten, weil die Zeit schon lief, deswegen das auch wieder sehr, sehr gut gehandhabt. Auf jeden Fall müssen wir auch nicht großartig über die Waldprüfung reden, weil da war nicht viel. Aber wir haben ja schon die Genin-Prüfung gehabt, die so ein bisschen die Shunin-Prüfung aus Naruto ersetzt hat, weil die war wirklich, muss man sagen, sehr, sehr gut gelöst. Die hat auch so einen gewissen Drill mit reingebracht in die ganze Serie, deswegen haben wir das an der Stelle. Und man muss auch wirklich sagen, Team 7 geht zwar easy durch, aber das war wirklich der epischste Auftritt von Tenten in der gesamten Naruto-Geschichte. Also, ja, Tenten ist immer so die Sache gewesen und hier hat man diesen Moment von ihr gehabt. Ja, und Shinki und Co., da merkt man auch sehr, sehr stark, dass sie halt das Team von Gaara widerspiegeln sollen, weil die haben sehr, sehr ähnlich agiert, abgesehen davon, dass Gaara damals ziemlich geisteskrank war und ziemlich viel komischen Stuff abgezogen hat und Leute gekillt hat. Aber das stellen wir erstmal zur Seite. So. Also, wir kommen zu dem Quiz und Denki, der Streber, weiß natürlich sofort, was abgeht, er weiß sofort, wo dieser Satz ist und so weiter und so fort. Sarada weiß auch ein bisschen, aber sie wusste nicht, dass es ein fünftes Buch gibt und hier haben wir natürlich, dass das Sai die ganzen Genin verarschen wollte oder prüfen wollte, wie sie in einer Situation reagieren. Geben sie auf oder bleiben sie dran? Also wirklich, die Prüfung von Sai ist wirklich eine sehr, sehr gute Prüfung, muss man sagen. Das ist ja genau das, was man abtesten möchte bei Shunins. Wenn eine Situation kommt, die hoffnungslos erscheint oder wo man schon verloren hat, macht dann derjenige weiter oder gibt er auf? Genau das war diese Prüfung hier, deswegen sehr, sehr gut gewählt. Das ist auch alles zum Film ziemlich gleich geblieben, muss man hier sagen. Man hat auch das, dass Sarada quasi den anderen Weg gehen möchte, also weg von ihrem Vater. Und wenn ich Boruto gewesen wäre, okay, dann hätte ich einfach Denki gefolgt, weil der weiß das einfach. Das ist das Einzige, was er kann, deswegen hat er das gemacht, aber Boruto hat es ganz gut hinbekommen, obwohl er natürlich aufgegeben hat und ihm dann klar wurde, okay, bin ich dafür geeignet, ist das wirklich das Richtige? Sarada zeigt hier auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark, dass sie sehr wohl dafür geeignet ist. Abgesehen davon, wie gesagt, gab es nicht große Veränderungen. Man hat halt die Rettungsaktion von Shikadai oder auch von Mitsuki und wir haben von dem Team von Sumire diese Cat Lady, die da auch diese Katzenfähigkeiten wieder einsetzt, also sehr, sehr merkwürdig. Und Ivabel mit dem Erdversteck natürlich. Das waren so die beiden neuen Sachen, die man gesehen hatte. Wir sehen dann den Aufbau mit dem Werkzeug von Boruto. Da muss man sich ja ganz, ganz speziell drum kümmern, denn Boruto ist, wie ich oft erwähnt habe, in Boruto ein anderer Charakter als im Film oder im Manga, weil er sich bis jetzt anders entwickelt hat. Also macht für die Story keinen großen Unterschied nach der Shunin-Prüfung, aber aktuell ist Boruto einfach ein bisschen anders eigentlich, weil er schon sehr, sehr viel gezeigt hat, dass er doch motiviert ist und dass er doch sehr, sehr stark ist. Und deswegen hat man das hier. Okay, warum sollte er das Ninja-Werkzeug benutzen? Aber die Folge 56 hier sehr stark darum gekümmert, zu zeigen, dass Boruto selber an sich zweifelt, genau wegen dieser Prüfung und
der Kumagakure Ninja Man hat ja noch ein bisschen gepusht, deswegen war Boruto davon auch so ein wenig getroffen und deswegen wird er dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, wo die andere Prüfung kommt mit Capture the Flag, da wird er es wahrscheinlich dann einsetzen. Wir sehen dann, dass Naruto von Shikamaru erfährt, dass Boruto es in die nächste Runde geschafft hat. Ich dachte eigentlich, hier wäre diese Szene, wo Naruto sich heimlich freut, aber die Szene kommt erst bei der zweiten, das habe ich komplett vergessen. Und wir haben natürlich die Nachricht von Naruto an Boruto und ja, Boruto hat das Ganze gespeichert und nicht gelöscht, was halt auch wieder zeigt, dass er ja seinen Vater noch nicht ganz aufgegeben hat und doch innerlich ganz genau weiß, warum Naruto so handelt, wie er nun mal handelt. Aber er geht halt diesen Arc gerade durch, dass er ja trotzdem zweifelt. Deswegen wird es vermutlich in der nächsten Folge zu einem kleinen Breakdown kommen von Borutos Charakter, wo er dann dieses Ninja-Werkzeug halt einsetzen wird. Aber kommen wir damit zur Preview. Und zwar, Spoiler Leute, die Preview nicht gesehen haben. Und danke für diese Preview. So, also. Erstmal, Sarada Highlight wird vermutlich cool sein, aber nichts Besonderes sein. Wir haben dann das, worauf ich mich so lange gefreut habe. Lee gegen Shinki. Gaara gegen Lee Reloaded. Und zwar, wir sehen hier, dass Metal Lee an der Hand blutet. Deswegen bin ich mir sicher, dass dieser Kampf auf jeden Fall länger gehen wird. Und wenn diese Folge allgemein sich nur mit dieser Prüfung behandeln wird, dann wissen wir auch, dass dieser Kampf lange gehen wird, weil das ist der einzige Kampf, wo man wirklich ein bisschen mehr zeigen kann, abgesehen von dem Kampf von Boruto, aber da wird man auch nicht allzu viel sehen. Da wird man nur sehen, dass er das Ninja-Tool benutzt und das war's dann. Deswegen, Lee, bitte, bitte, mach diesen Moment nochmal neu. Lee gegen Shinki, das kann den Anime sowas von gut tun, deswegen vielleicht, wenn wir Glück haben, wenn wir wirklich Glück haben, kommt nächste Woche wirklich die heftigste Folge von Boruto. Ich bin gespannt, ob es wirklich Zeit dafür ist oder ob es nur gehypt ist um nichts. Wenn wir dann auf jeden Fall sehen. Wir sehen auch, dass Sasuke mit Shoujuro redet, deswegen mal gucken, um was es da gehen wird. Eventuell kriegen wir sogar schon ein bisschen früher Urashiki-Plot, aber das können wir jetzt noch nicht wissen. Deswegen bin ich erstmal damit raus. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Schreibt gerne in die Kommentare, wie fandet ihr die Folge, was fandet ihr besonders gut und was sind eure Predictions für die nächsten Änderungen in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein!